Perspektivlosigkeit, das war so das Wort, was mir da als erstes so einfällt, weil man weiß einfach gar nicht, wohin die Reise geht, ne? Also was ist mit mir los? Woher kommt das? Wie geht's weiter? Hallo Manuel, so schön, dass du heute da bist. Ich freue mich total. Ich habe ja diesen einen Film gemacht über das chronische Erschöpfungssyndrom und dann hat mir jemand drunter geschrieben: Du musst unbedingt den Manuel Manegold zum Interview einladen. Der hat sich nämlich mit dem Gupta-Programm genesen und ich dachte mir so: Ah, das klingt spannend, hat mich angeschrieben und heute sitzt du hier. Herzlich willkommen. Ja, hallo Priscilla, freut mich sehr. Freut mich wirklich, dass ich dabei sein darf. Ich war auch durchaus überrascht, dass man mich so gefunden hat und mich dann in den Podcast eingeladen hat. Aber das freut mich auf jeden Fall, wenn das praktisch Leute meine Geschichte finden und dann sich auch dafür interessieren. Ja, das ist so wertvoll. Es ist einfach so wertvoll, wenn man von einem Schicksalsschlag getroffen ist und man andere Geschichten hört und einfach weiß, hey, da gibt es Hoffnung. Und du bist heute so ein Hoffnungsträger. Bevor wir in deine Genesungsgeschichte eintauchen, möchtest du uns ein bisschen was von dir preisgeben, wie alt du bist, wo du wohnst oder dein Lieblingshobby, was auch immer. Ja, kann ich gerne erzählen. Also ich bin ja 36 Jahre alt und ich bin eigentlich ursprünglich Ingenieur, habe Maschinenbau studiert, aber dann ja nicht lange in dem Beruf gearbeitet, sondern bin dann eben leider krank geworden Mitte 2015 und war insgesamt 4 Jahre an CFS erkrankt, bis ich dann praktisch nach 2 Jahren Erkrankung ungefähr das Gupta-Programm entdeckt habe. Bis dahin sehr, sehr viel im Dunkeln getapert bin, also wirklich gar nicht mehr wusste, wie ich mir irgendwie helfen kann. Und ja, andere Leute konnten es auch nicht für mich tun. Und mit der Entdeckung dieses Programms, was auch wirklich ein großer Zufall letztendlich war, ist es dann letztendlich wieder aufwärts gegangen. Und dann habe ich praktisch so innerhalb von 2 Jahren dann meine Genesung hingelegt. So, ganz genau kann man das ja nicht eingrenzen vom Zeitraum, weil es ein bisschen fließender Übergang ist. Und dadurch hat sich letztendlich auch mein Leben doch deutlich verändert. Habe dann nicht mal den alten Job, bin dann nicht wieder zurückgekommen, sondern mache jetzt Coaching unter anderem für auch Betroffene, die CFS haben oder auch Fibromyalgie oder andere neuroimmun konditionierte Syndrome. Über den Begriff können wir vielleicht später nochmal sprechen. Genau, so sieht das aus. Und das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren circa. Ja, so spannend zu sehen, dass eine Krankheit einen zwar komplett aus dem Leben reißt, aber es auch einfach so viele Chancen in sich birgt, sein Leben tatsächlich zu überdenken und dann in eine ganz andere Richtung zu gehen und da auch glücklich zu werden. Aber bevor wir dort landen, wie hat alles angefangen? Ich nehme an, eben, du hast im Bereich Architektur gearbeitet, das war alles in Ordnung, du warst bester Gesundheit. Oder war schon irgendwie ein Symptom da oder irgendein Vorzeichen? Es waren durchaus Vorzeichen da. Also grundsätzlich habe ich natürlich mich bester Gesundheit erfreut, also ein sehr aktives Leben gehabt, sehr, sehr viel Sport getrieben, in meinem Studium immer viel Kitesurfen gegangen. Das war immer so meine große Leidenschaft. Und auch durchaus viel Party gemacht, sage ich mal, und einfach so das Leben genossen, wie man das so als junger Mensch macht. Aber es hat sich dann doch dann bemerkbar gemacht, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, dass ich da doch immer noch ein sehr gestresstes Gefühl hatte, also deutlich mehr, als ich das jetzt sonst im Studium vielleicht gehabt habe. Und ich bin dann also in dieser Zeit am pfeifischen Drüsenfieber erkrankt und war ein paar Wochen also doch wirklich, wirklich richtig krank. Es war jetzt kein schwerer Verlauf von Drüsenfieber, aber es hat mich schon ganz gut umgehauen. Aber infolgedessen habe ich mich schon davon erholt. Aber im Nachhinein würde ich sagen, das war auf jeden Fall der Beginn auch der Erkrankung, praktisch der Auslöser davon. Das war dann aber erst so ein halbes Jahr nach dem Drüsenfieber, dass ich mich beim Sport überlastet habe. Und das war dann wirklich der Tag, also wirklich ein ganz konkreter Tag oder fast schon ganz genauer Moment eigentlich, wo ich dann in dieses Fatigue-Syndrom reingerutscht bin, also wo wirklich ein Schalter umgelegt wurde in meinem Körper und auf einmal hat sich einfach nichts mehr so angefühlt wie vorher. Ne, einfach super energielos, angespannt, zig Symptome bekommen auf einmal, keinen erholsamen Schlaf mehr gehabt, auf einmal irgendwelche Unverträglichkeiten entwickelt gegen Duftstoffe, gegen Weichspüler zum Beispiel, gegen Hausstaub, auch gegen Nahrungsmittel.
Und ja, ich wusste natürlich gar nicht, was mit mir los war. Ich kannte da natürlich auch diesen Begriff CFS nicht. Zum Glück muss man vielleicht aus damaliger Perspektive sagen, ja, und da ging natürlich dann auch erstmal der Ärztemarathon los, dass man sich da auf die Suche begeben hat, was überhaupt mit einem los sein könnte. Ja, das ist echt so die größte Herausforderung. Gell? Man kriegt das pfeiferische Drüsenfieber, es ist alles überwunden. Man denkt so: Okay, alles gut, ich lebe jetzt wieder das gewohnte Leben. Du machst den Sport, du machst all das, was du immer gemacht hast. Aber dein System ist einfach nicht mehr gleich wie vorher. Und irgendwann zerberstet es einfach. Irgendein Tropfen war zu viel. Und bei deinem Fall war das jetzt ein intensiver Sporttag. Genau, in meinem Fall war das ein intensiver Sporttag. Da gibt es also auch wie die verschiedenen Auslöser, was ich jetzt auch so durch meine Klienten gehört habe oder was ich auch immer wieder lese im Internet. Auslöser können vielfältig sein. Es ist in der Regel ein körperliches Ereignis. Meistens ist es auch erstmal ein Infekt. Muss nicht das Drüsenfieber sein, es ist auch andere Infekte. Jetzt zum Beispiel natürlich auch Covid ist da ganz aktuell, Long-Covid-Syndrom. Aber es kann auch zum Beispiel eine Operation sein oder ein Autounfall, irgendwas, was einen belastet oder vielleicht auch in gewisser Weise traumatisiert oder dass jemand in der Familie stirbt oder Trennung vom Partner, solche Geschichten. Aber meistens ist es doch eher ein körperliches Ereignis, würde ich sagen. Ja. Und ja, damit fängt es bei den meisten an, bei den meisten auch wirklich sehr plötzlich. Es gibt aber auch schleichende Verläufe, also wo sich der Zustand nach und nach dann so manifestiert. Ja. So, immer fleißig trinken. Ja, das ist gut, dass du das noch erwähnt hast, diese Auslöser, dass die so vielfältig sein können und dass wir ja das auch nicht unterschätzen dürfen. Und ich denke, das ist das, was uns chronisch Kranke am allermeisten gelernt hat, dieses: Wir sind einfach Körper, Geist und Seele, und egal, was uns widerfährt, egal, womit wir uns beschäftigen, es wird einen Einfluss haben. Genau, und Ja. bevor man erkrankt war, konnte man einfach alles machen und die Resilienz war da. Die Resilienz war da, die Ressourcen waren irgendwie da. Also, auch wo du das gerade nochmal erwähnt hast, dass man das Leben praktisch so in vollen Zügen gelebt hat, ohne jetzt vielleicht groß auf sich zu achten. Und ja, also da würde ich jetzt natürlich im Nachhinein sagen, habe ich damals auch schon ziemlich Raubbau betrieben an meinem Körper oder bin einfach immer wieder meine Ressourcen angegangen. Ohne das dann ja wirklich wieder aufzufüllen oder ohne da entsprechende Selbstfürsorge auch zu betreiben. Dass man sich einfach immer also ich habe damals viel Red Bull getrunken, einfach um wach zu sein, um leistungsfähig zu sein, fürs Studium, für den Sport. Naja, aber das ist natürlich letztendlich irgendwie nicht zuträglich, wenn man einfach permanent zu wenig schläft. Man greift einfach die Ressourcen an. Ne? Und was ich sehr viel später auch verstanden habe, dass auch früher schon in meinem Leben, ja, praktisch Dinge passiert sind oder sich eingeschlichen haben, die schon irgendwie ganz tief in mir in gewisser Weise Stress verursacht haben, was mir also zu dem Zeitpunkt kein bisschen bewusst war, aber das sind einfach Dinge, die irgendwo tief im Unterbewusstsein sind und einen schon so ganz diffus unter Stress gesetzt haben und natürlich immer wieder Energie auch verbraucht haben. Ja, es gibt ja auch ganz interessante Studien zu Menschen, die zu CFS leiden, also zu diesem Chronic Fatigue Syndrom, dass das oft Menschen sind, die sehr leistungsstark, aber auch leistungsorientiert waren, also dass sie sich gewohnt waren, sich unter Druck zu setzen und hochgesetzte Ziele zu erreichen. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, das war dann halt auch so eine Reflexion meines Lebens. Und ich dachte: Oh ja, Priscilla, also wenn du ehrlich zu dir bist, da war es dir einfach wichtig, deine Ziele zu erreichen. Und du hast eigentlich nicht an deinen Körper gedacht. Es ist so, also das sehe ich wirklich bei so gut wie allen Betroffenen. Dieser innere Antreiber, der ist eigentlich bei allen ziemlich stark ausgeprägt. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Das ist auch ein Teil des Gupta-Programms, ist praktisch an diese Facetten der Persönlichkeit ranzukommen. Also er hat da so verschiedene Teile auch ausgemacht, unter anderem eben diesen inneren Antreiber oder auch den Perfektionisten. Oder den Anerkennungssuchenden oder den Sicherheitssuchenden. Und das hat, ja, die sich letztendlich in der Kindheit irgendwie herausgebildet haben. Das waren ursprünglich Vermeidungsstrategien, um ja, negativen Gefühlen zu entgehen. Und ja, man hat natürlich
erstmal würde ich mich behaupten, keine Chance, das irgendwie zu reflektieren, es sei denn, man erleidet dann so einen Schicksalsfall. Ja, aber das sind natürlich innere Muster, die man mit sich rumträgt. Und ich habe das auch immer gesagt, also ich habe mich, also wirklich auch gerne gequält. Ne? Ich habe mich im Sport bis zum Gehtnicht mehr gequält, also wirklich fast zu völligen Erschöpfung. Also, dass ich nur beim Kitesurfen 5 Stunden auf dem Wasser war, nonstop. Und dann mich so mit letzter Kraft noch in meinen Dulli geschleppt habe, Gaskocher angeschmissen habe. Es hat sich auch irgendwie geil angefühlt. Also, ne, das hat schon Spaß gemacht, aber es war einfach deutlich übertrieben. Also, so ein bisschen dieses Leben in den Extremer, ohne wirklich so bei seiner Mitte zu bleiben. Ne? Mega spannender Punkt, den du da aufgreifst, diese frühkindlichen Muster. Ich denke, da kommen wir später auch noch mal hin, weil das ja so ein wichtiger Punkt ist. Aber als erstes ist es ja so, man hat diesen ersten Crash und man denkt natürlich noch nicht an irgendwelche Verhaltensmuster. Was hat geprägt, dass wir uns so verausgabt haben? Wie war das für dich? Du hattest diesen Sporttag, du hattest diesen Crash, du hast schon gesagt, du bist von Arzt zu Arzt gegangen. Es hat sich einfach von einem Tag auf den anderen alles geändert. Wo hat dich deine Suche hingetrieben? Also wenn ich das erstmal mit einem Wort beschreiben darf, Perspektivlosigkeit, das war so das Wort, was mir da als erstes zu einfällt, weil man weiß einfach gar nicht, wohin die Reise geht. Ne? Also was ist mit mir los? Woher kommt das? Wie geht es weiter? Und ich habe es auch dann erstmal wieder versucht zu verdrängen, habe versucht einfach mein Leben weiterzuleben, so gut es irgendwie ging, bin auch weiter arbeiten gegangen, habe mich da auch wieder zur Arbeit gequält, eigentlich mehr schlecht als recht. Aber irgendwann bin ich dann an einen Hausarzt geraten, habe den Hausarzt gewechselt und der kannte CFS. Und der hatte sogar eine frühere Patientin, bei der er das diagnostiziert hat und die er dann auch zur Charité Berlin geschickt hat. Das ist ja in Deutschland somit die einzige ja, Fatigue-Ambulanz. Und ja, aber das, was er mir da eröffnet hat, das klang alles andere als rosig. Also wirklich so mit sehr besorgter Miene. Ja, diese andere Patientin, ja, die macht auch keinen Sport mehr. Und ja, die hat jetzt irgendwie eine Therapie gemacht, um damit irgendwie klarzukommen in ihrem Leben. Und ja, da war irgendwie so Game Over. Ne? Und also es hat mich erstmal tierisch wütend gemacht. Also auch, dass er mir dann erstmal eine Therapie empfohlen hat, eine Psychotherapie, hat mich wütend gemacht, weil genau wie du gerade sagst, nach diesem Sporttag, ich habe nur meine körperlichen Symptome gesehen und nichts anderes. Ne, das stand total im Vordergrund. Ich habe gesagt, wenn ich nicht in diesem körperlichen Zustand wäre, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Dann könnte ich alles machen, könnte mein Leben leben, hätte meine Freiheit. Und ich wollte einfach nur diese körperlichen Symptome loswerden. Ja, und ja, habe natürlich das große Bild dahinter nicht gesehen, nicht erkannt. Bin aber auch von Ärzten nicht darauf wirklich hingewiesen worden. Also da hieß es dann, ja, hatten Sie mal viel Stress? Habe ich gesagt, ja klar, nicht viel Stress ist ja völlig normal, dass man Stress hat, wenn man irgendwie gerade neu eingestiegen ist in den Job und da in der Firma arbeitet und durch die Gegend reist auch. Ja, aber mir hat praktisch niemand wirklich erklären können, was mit mir los ist. Und ja, dadurch ja, bin ich dann so ein bisschen ins Nichts geraten und dann einfach selber geguckt, wie viele das machen, im Internet recherchiert und einfach dann irgendwie versucht, Tipps einzuholen, vielleicht auch von Freunden oder Bekannten. Und mir wurde als allererstes die Akupunktur empfohlen. Und damit konnte ich schon so ein paar Erfolge erzielen. Also ich hatte sehr starke Herzprobleme, also richtige Herzstiche und Schmerzen und so ein Druckgefühl auf der Brust. Und das konnte ich mit der Akupunktur so ein bisschen verbessern. Ja, das war auch durchaus faszinierend. Aber auch das stieß an seine Grenzen. Also es hat sich einfach dann noch von relativ niedrigen Niveau eingependelt. Und ja, irgendwann ging es dann auch weiter los mit diesen Crashes. Also, dass ich, der nächste Crash kam dann wieder so ein halbes Jahr später beim Schwimmen. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt eine Verhaltenstherapie dann doch angefangen. Das wurde mir dann so schmackhaft gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, das kann ja nicht schaden. Und ja, bin dann praktisch auch so ein bisschen positiv motiviert worden, was zu dem Zeitpunkt vielleicht so ein bisschen too much war. Also nicht so ganz die richtige Methode, würde ich sagen, im Nachhinein. Ja, bin dann praktisch mit freudiger Erwartung schwimmen gegangen, habe es dann ja praktisch für den damaligen Leistungszustand auch übertrieben und habe dann wieder einen richtig heftigen Crash erlitten, der dann auch 3 Monate angedauert hat, wo ich ja dann praktisch kaum noch gehen konnte, ein paar hundert Meter und
kaum arbeiten konnte. Also ich saß auf der Arbeit, habe nur den Computer angestarrt und ja, ging einfach gar nichts mehr. Ja, das ist mega beängstigend, gell, wenn einfach der Körper nicht mehr funktioniert. Hatte so oft geweint und meinen Körper dafür gehasst. Also ich war für mich dann so zu einem Feindopfer geworden, obwohl man da schon wusste, okay, ist dein Körper sei nett zu ihm, aber es geht nicht. Man ist noch so, also ich war damals noch so in dem Schockzustand, dass mein Leben, das ich bisher gelebt habe, einfach komplett zerstört wurde. Ja, also das Vertrauen in den Körper, das schwindet total. Ja, also wo man sich früher einfach super auf seinen Körper verlassen konnte, der hat alles an Belastung einfach mitgemacht. Und jetzt auf einmal hat man das Gefühl, da funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Das ist auf jeden Fall beängstigend. Paradoxerweise habe ich damals behauptet, ich hätte keine Ängste oder keine Sorgen. So, ne? Also, weil dann wird mir auch so das ein bisschen unterbreitet. Ja, das ist eigentlich ist das eine Angsterkrankung, das ist eine Angstreaktion im Körper. Und das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, ich bin kein bisschen ängstlich, ich bin total mutig. Ich hatte ja auch den Mut, mich zu belasten, bin ja schwimmen gegangen und auch zwischendurch Radfahren und so. Also da habe ich irgendwie gar nicht so das Problem gesehen. Aber das habe ich auch wesentlich später erst verstanden, dass es letztendlich schon eine unterbewusste Angstreaktion ist, die aber nicht so wirklich zutage tritt. Es ist unterschiedlich bei manchen. Also manche Leute haben Ängste und Sorgen ganz bewusst, auch Panikattacken. Bei mir war es eben anders. Das war alles sehr, sehr diffus, alles irgendwie sehr, weiß nicht, so gut verpackt irgendwo im Unterbewusstsein. Und es ist immer nur so vereinzelt dann so an die Oberfläche getreten. Ja, so spannend. Das ist so wertvoll, Manuel, dass du das teilst, weil ich glaube, dass es eben so vielen so geht. Und ich glaube, gerade dieser Punkt, diese Hoffnungslosigkeit, das ist für unser Immunsystem auch einfach so schädlich, weil dieser emotionale Stress, der ausgelöst wird, der wirkt ja auch enorm immunsuppressiv. Das ist ja auch so ein riesiger Punkt, wo man einfach allein gelassen wird in dem Moment. Auf jeden Fall, also das ist natürlich eine riesige Verknüpfung zwischen Geist und Körper. Das, ne, ist natürlich überhaupt nicht trennbar. Und natürlich, das schwächt das Immunsystem mehr oder unterdrückt das Immunsystem, wenn man da jetzt noch diese Hoffnungslosigkeit hat, Ängste entwickelt, vielleicht diesen Gedankenkreisen erliegt. Also das ist ja nun mal so. Man ist dann einfach viel zu Hause, starrt irgendwie die Wände an und die Gedanken kreisen nur um den Körper, um die Symptome. Was ist in der Zukunft? Man bereut vielleicht die Vergangenheit, man blickt hoffnungslos in die Zukunft. Und klar, das alles hat natürlich immense körperliche Auswirkungen und ja, kann den Zustand auch weiter verschlechtern. Ja, und wie ging dein Weg dann weiter? Also du warst in der Charité und hattest dann noch Untersuchungen. Was waren so die nächsten Schritte für dich? Also ich persönlich war nicht in der Charité, weil ich da nicht aufgenommen worden bin. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, woran es lag. Also wir hatten uns damals auch diese kanadischen Kriterien dann besorgt, ne, mein Hausarzt, und haben die ausgefüllt und natürlich diese ganzen Ausschlussuntersuchungen durchgeführt. Das waren ja ganz, ganz viele, ja, Blutuntersuchungen, MRT, Röntgen von der Lunge und so weiter. Also tausend Sachen, die Charité verlangt. Aber letztendlich bin ich dann da irgendwie noch nicht aufgenommen. Inzwischen werden ja auch nur Menschen aufgenommen, die in Berlin leben oder im Umkreis. Das war auf jeden Fall auch wieder ernüchternd, dass man da jetzt auch nicht an irgendwelchen Spezialisten gerät. Und also der Einzige, der noch übrig blieb, war nicht der Neurologe, aber der konnte mir auch nicht weiterhelfen. Also muss ich echt sagen, Neurologen, Psychiater habe ich persönlich nur schlechte Erfahrungen gemacht und habe ich auch von meinen Klienten bisher nicht viel Gutes von gehört. Also da mag es Ausnahmen geben, aber meistens heißt es dann auch, okay, dann werden jetzt Medikamente verschrieben, Antidepressiva oder irgendwelche Beruhigungsmittel. Bitte. Oder mach Sport. Das habe ich auch oft gehört, dass ihnen gesagt wird, mach doch Sport, beweg dich, dann geht's wieder. Ja, das ist natürlich, das ist ein häufiger Ratschlag, ja. Und das ist natürlich ganz, ganz fatal. Also das ist echt eine Sache, die mich wirklich wütend macht, wenn ich das höre, dass Leuten es empfohlen wird, Sport zu machen. Also das ist ja diese Schiene, okay, der ist jetzt irgendwie so ein bisschen depressiv, so faul, genau, ist irgendwie versagt, der ist nicht mehr so richtig in der Spur und der muss jetzt einfach mal irgendwie einen Tritt in den Hintern bekommen. Ja, und das ist natürlich also wirklich fatal, ne? Also das sind wirklich Menschen, die von der Krankheit gar keine Ahnung haben. Ja.
Das heißt, du hast dann gesagt, du hast einfach online recherchiert. Was war so das Erste, wo du gemerkt hast, dass damit komme ich in Resonanz, es macht etwas mit mir, das gibt mir Hoffnung? Das war erstmal gar nichts. Also alles, was ich gelesen habe zu diesem Thema, hat mich einfach nur erschüttert. Und ja, ich habe mit, ja, zum Beispiel auch mit meinen Eltern darüber geredet und die meinten dann irgendwann, ja, lass es einfach besser bleiben, ne? Recherchiere besser nicht im Internet, wenn dir das nicht gut tut. Und das hab ich dann noch irgendwann gemacht. Aber irgendwann packt es einen, dann guckt man doch wieder nach und kriegt wieder den nächsten, wie soll man sagen, ja, Rückschlag oder die nächste Enttäuschung. Und deswegen habe ich das irgendwann komplett sein lassen, habe mich praktisch diesem Zustand irgendwie ja in gewisser Weise ergeben. Also ich habe noch mal so ein Naturheilzentrum aufgesucht und jede Menge Untersuchungen machen lassen, viel Geld ausgegeben, Nahrungsergänzungsmittel geschluckt, Chelartherapie gemacht. Also das waren zwischendurch dann so Hoffnungsschimmer, weil sich das jeweils immer wieder relativ gut angehört hat, wo ich dann doch immer wieder auch Hoffnung hatte, dass ich gedacht habe, okay, das könnte sein, wenn das jetzt die Quecksilberbelastung ist. Na, und wenn das Zeug raus ist, dann geht es dir vielleicht besser. Oder irgendwann hieß es dann, ja, das ist eine chronische Multiinfektion, das sind alle möglichen Viren, Bakterien, Pilze, die irgendwie reaktiviert sind und im Körper ihr Unheil da treiben oder verrichten. Und ja, aber letztendlich hat sich für mich herausgestellt, dass diese ganzen Dinge irgendwie nicht auf mich zutreffen oder irgendwie nicht relevant sind. Und auch diese angebliche Behandlung dieser Dinge hat mich dann irgendwie nicht weitergebracht. Und es war letztendlich meine Mutter, die doch noch weiter recherchiert hat und dann eben auf das Gupta-Programm gestoßen ist. Das war damals so ein Schweizer Internetforum. Und da hat also ein junger Mann berichtet, wie er dieses Programm durchführt, hat auch so grob umrissen, um was es da geht oder was für Techniken er noch macht. Und ja, das hat sich, es ist wirklich schwer zu sagen, warum mich das gepackt hat, aber irgendwie hat es einen Nerv in mir getroffen, dass ich gesagt habe, okay, das macht irgendwie Sinn. Weil ich, ne, also die Erklärung war dann schon, okay, das Gehirn steuert den ganzen Körper und da ist einfach ein bestimmter Gehirnbereich, die Amygdala und die Insula, ein bestimmter Gehirnbereich, der irgendwie traumatisiert ist und permanent den Körper unter Stress setzt. Ne, und das Ganze wird eben als hirnneurologisches Trauma bezeichnet. Und das hat für mich total Sinn ergeben. Also, dass es nicht einzelne körperliche Dinge sind, dass nicht hier und da im Blutbild, was vielleicht nicht ganz perfekt ist, irgendwelche Nährstoffe oder da habe ich immer gedacht, das kann eigentlich nicht so einen Zustand hervorrufen. Nur und weil es ja wirklich eine Multisystemerkrankung ist, so wird es ja oft gesagt. Und so hat es auch für mich angefühlt, dass ich habe einfach gemerkt, es ist das Nervensystem, es ist auch mein Immunsystem, es ist meine Verdauung, es ist mein Kopf, es ist einfach der ganze Organismus. Und ja, da habe ich irgendwie schon so für mich erkannt, dass das nicht an einzelnen Dingen im Körper daran liegen kann, die man dann irgendwie so vereinzelt angehen kann, sondern dass es eben diese ganzheitliche Sache sein muss und dass letztendlich der gesamte Körper ausgehend vom Nervensystem eben vom Gehirn gesteuert wird. Und das war, glaube ich, das, was mich da angesprochen hat, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden, was mit mir los ist. Und ja, dann habe ich mir das Programm besorgt. Ja, spannend. Erzähl weiter. Kommt der Höhepunkt oder der Geschichte? Ja, also als ich das Programm in den Händen gehalten habe, ich meine, ich war da wirklich im sehr, sehr schlechten Zustand. Ich konnte nicht viel lesen. Ich konnte auch, also weil das ja auch teilweise aus Videos besteht, ich konnte nicht wirklich gut fernsehen. So nach 10 Minuten war ich völlig überreizt und ja, Symptome haben zugenommen. Aber ich habe das Programm so gut wie es, ja, wie ich es einfach geschafft habe, durchgearbeitet. Und ja, es ist einfach ein Groschen nach dem anderen gefallen. Also ich habe mich teilweise wirklich so in jedem Satz wiedererkannt. Also ich habe echt gedacht, wow, da ist ein Mensch, der das ja selbst gehabt hat. Ne? Escher Gupta war ja selbst damals erkrankt an CFS und hat sich dann also wirklich akribisch auf die Suche begeben. Also auch wirklich eine große Leistung in dem Zustand. Aber wir wissen auch, wie das ist, dass die Leute oft noch sehr getrieben sind in diesem Zustand und ne, nach Möglichkeiten suchen. Und das hat er eben auch gemacht. Und er ist damals eben auf diese hirnneurologischen Zusammenhänge gekommen. Und zwar war das eine wissenschaftliche Arbeit von einem ja, sehr renommierten New Yorker Professor, Joseph Ledoux. Und der hat eine Arbeit verfasst, die hieß The Emotional Brain. Und da ging es also um das limbische System im Gehirn. Und
Ja, diese Arbeit hat sich Gupta letztendlich vorgenommen und hat praktisch auf Basis dessen dieses Programm konzipiert. Ja, dieses Amygdala Retraining, so hieß praktisch das erste Programm damals. Ja, und in diesem Programm ist es eben so, dass erstmal der Zustand erklärt wird, woher kommt das alles, was ist die Amygdala, was hat die für eine Aufgabe und was hat die letztendlich für einen Zugriff auf das Nervensystem, auf den Körper und wie entstehen dann diese Symptome. Und ja, im nächsten Schritt geht es dann eben darum, mit gezielten Methoden dieses Retraining zu machen, also diesen Gehirnbereich wieder umzutrainieren, umzuprogrammieren, ne, das Gehirn quasi neu zu verdrahten, damit dieser Stressmodus, in dem der Organismus praktisch verhaftet ist, damit der praktisch Schritt für Schritt runtergefahren wird. Weil es ist eigentlich so, dass das Nervensystem steht aus zwei Teilen, einem Sympathikus und Parasympathikus. Und der Organismus ist da einfach sehr stark in diesem sympathischen Modus verhaftet, also die ganze Zeit aktiviert, auch wenn er eigentlich gar keine Energie mehr hat. Aber die ganze Zeit ist dieser Kampf- oder Flucht- oder Erstarrungsmodus ne, aktiviert. Und ja, es geht praktisch darum, auf die Amygdala einzuwirken, aufs Unterbewusstsein einzuwirken, damit die Amygdala von diesem hohen Erregungsniveau runterkommt, damit sie beruhigt wird. Und damit auch das Nervensystem beruhigt wird und vermehrt wieder in diesen parasympathischen Modus kommt. Ja, das klingt so klar, weil also wenn man selber in dieser Situation war, man ist einfach ein Nervenbündel in der Situation. Man ist, also wenn ich es beschreiben würde, ich war wie die ganze Zeit elektrisiert, deswegen hatte ich auch diese Schlafstörung, aber ich war auch zugleich todmüde. Es ist ja beides, es ist beides in einem und beide pushen einem so hoch, dass es einfach immer schlimmer wird, dieser Zustand. Ich, Ja. bei dem Vorgespräch, was wir geführt haben, habe ich dir auch gesagt, weil du warst super überrascht, dass jemand, der jetzt aus der Ernährungsecke, Anthony William, kommt, dich anfragt für das Interview. Und ich habe so gesagt, was? Warum? Das ist doch klar. Es ist der Körper, es ist immer Körper, Geist und Seele. Es ist so vielfältig. Und bei mir war es so, dass ich nie die Ernährungsumstellung hätte machen können oder die Kraft überhaupt gehabt hätte, mich in die Küche zu schleppen, wenn ich nicht vorher meditiert hätte. Und ich habe autogenes Training gemacht, Hypnose, alles Mögliche, weil man liegt ja in diesem abgedunkelten Zimmer, weil man die Sonne nicht verträgt, man verträgt keine Geräusche, es ist einfach, man will nur noch liegen. Und das war so quasi die einzige Lösung für mich. Ja, also Hm? Ja. da hast du ja wirklich praktisch genau nach Gupta gehandelt. Ne? Also das passt ja genau da rein, ne? Dass natürlich auch Meditationen, die auch Bestandteil des Programms sind und natürlich NLP, neurolinguistisches Programmieren und verschiedene andere Techniken. Ne? Ja, und damit warst du dann also in der Lage, praktisch dich immer wieder so ein bisschen, deinen Zustand immer wieder ein bisschen zu verbessern, um dann auch wieder auch diese Selbstfürsorge betreiben zu können, dir gute Mahlzeiten zubereiten zu können. Genau, und auch dieses wieder Atmen lernen. Also ich habe in dieser Zeit wieder Atmen gelernt, die Tiefenatmung, mein Nervensystem zu beruhigen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und das wäre auch die nächste Frage an dich, ich habe Hoffnung geschöpft und dieser Hoffnungsfunken, das war für mich schlussendlich das Gold schlechthin, wenn man eine Währung, Ja. die man einzahlen müsste, um Heilung oder Genesung zu erhalten. Und für mich die Hoffnung, diese Währung, die dadurch entstanden ist, kopfmäßig, wow, ich kann mich so anders programmieren in Meditation, in der Hypnose, dass es mir gut geht, dass ich gerade keine Schmerzen habe, dass ich mich entspanne. Ja, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Also Hoffnung ist absolut wichtig natürlich. Jetzt muss man also mit diesem Begriff ein bisschen aufpassen, dass es praktisch nicht zu esoterisch wirkt. Also die Hoffnung muss natürlich berechtigt sein. Also ich finde, man braucht irgendwie schon ein schlüssiges Konzept, dass man auch berechtigterweise Hoffnung haben kann und dass die Hoffnung dann auch eben nicht wieder zerstört wird, so wie das halt früher war, indem man wieder zum Beispiel dann einen Crash bekommen hat und wieder nicht wusste, was jetzt mit einem los war. Sondern ja, dass das Ganze irgendwie Hand und Fuß hat, dass man praktisch einen Handlungsplan hat, ne, an dem man sich halten kann und dass man eben Methoden hat, um sich auch immer wieder dann in besseren Zustand zu bringen. Und also bei mir war das auch also
Meditation war wirklich, würde ich sagen, eine Basis der Genesung, insbesondere die ersten Monate oder das erste Jahr. Das war einfach absolut notwendig, das zu machen, um einfach immer wieder das Nervensystem zu beruhigen und ja, dann eben auch andere Dinge machen zu können. Ne? Also das Gupta-Programm besteht praktisch aus drei Teilen, aber dieses Retraining, dann das Beruhigen des Nervensystems und als drittes ja, praktisch die Wiederbelebung von Freude, wenn das jetzt auf Deutsch übersetzt. Also, dass man auch wieder versucht, freudige Aktivitäten zu machen oder einfach Dinge, die einem gut tun. Und dazu gehört natürlich auch, ja, schön zu essen, gut zu essen, gesund zu essen. Und ja, auch dafür braucht man nur mehr Energie. Und ja, wenn das dann damit funktioniert, dann kommt man irgendwie auch in so eine Aufwärtsspirale. Ja, so schön. Das heißt, du hast angefangen mit diesen Meditationen und hast wirklich auch verstanden, was ist los mit meinem Körper? Weil ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn unser Unterbewusstsein versteht, was gerade los ist, dann kommt man in diese Handlung rein, es wird schlüssig, man steht nicht wie in ein Eck gedrängt und denkt so, okay, der Körper wendet sich gegen mich. Ich kann nichts erklären, ich weiß nicht, dass es so dieses Haltlose, sondern man kriegt diesen Boden unter den Füßen, nur durch Wissen. Und das alleine ist schon so heilsam. Sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Man kriegt wieder Boden unter Füßen, man wird handlungsfähig. Also das ist ja wirklich soll man sagen, ja, auf psychologischer Ebene extrem wichtig, dass man handlungsfähig ist, dass man versteht, was mit einem los ist, dass man ja eine Perspektive langsam vielleicht wieder aufbauen kann und ja, wie einfach weiß, was zu tun ist und nicht mehr in diesem Niemandsland irgendwie rumschwirrt und irgendwie durch irgendwelche Internetrecherchen irgendwie von einem in die andere Ecke kommt. Ja, und das hat man auf jeden Fall dann damit, ne? Ja. Ja, und also ich stelle mir das jetzt so vor, du hast dann angefangen, das Programm zu lesen und diese Videos anzuschauen, du hast dann Übungen gemacht und was war so die erste Erkenntnis für dich, was vieles losgelöst hat oder wo du gesagt hast, okay, dann hatte ich die Energie, die und die Schritte zu gehen vom Programm. Also die erste Erkenntnis war wirklich, dass dein Gehirnbereich ist, der irgendwie ausgetickt ist und der irgendwelche Sachen mit meinem Körper veranstaltet. Also dieses, dass es nicht wirklich mein Körper ist, der jetzt kaputt ist oder so. Das war praktisch immer diese Annahme oder auch, also ich fand auch diese Vorstellung, dass da jetzt irgendwelche Viren oder Bakterien in meinem Körper sind, fand ich eine sehr beängstigende Vorstellung. Also das hat eigentlich auch das Vertrauen in den Körper noch mehr geschwächt. Ja, man hat wirklich versucht. Oder das war dann einfach so eine Folge davon, dass man versucht hat, seinen Körper weiter so abzustoßen. Und dass man seinen Körper irgendwie verteufelt hat. Und ja, dass ich dann einfach verstanden habe, okay, mein Körper ist eigentlich gesund. Und das war ja das, was im Prinzip auch die Blutbilder ergeben haben. Klar, ein paar Nährstoffe und so weiter waren nicht in der Norm. Aber es waren jetzt keine schwerwiegenden Dinge im Blutbild zu erkennen. Und so ist es ja bei den meisten Betroffenen eigentlich. Und das konnte ich dann auch wieder anerkennen, also dass ich mir gesagt habe, okay, ich musste jetzt nicht weiter irgendwie die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern ich kann das jetzt auch wirklich anerkennen, dass mein Körper gesund ist, da ist nichts kaputt, auch mein Immunsystem, das ist natürlich, da ist sehr viel Dysregulation, ja, das ist natürlich alles irgendwie in Schieflage, das ist völlig klar, fehlreguliert, aber es ist jetzt nicht wirklich geschädigt oder sowas. Das ist alles reversibel, alles. Ja, kann wieder ins Gleichgewicht kommen. Ja. Ja, und das fand ich einfach ein sehr, sehr hilfreiches Mindset. Und bei mir kommt gerade die Frage hoch, ist denn das mit dem pfeiferischen Drüsenfieber, was oft so ein Auslöser ist für das CFS, oder mit Covid ist es ja die Reaktivierung auch, die stattfindet vom EBV, sagen jetzt gerade die neuesten Studien, was auch mega spannend ist. Das heißt, hat denn das Hirn in diesem Moment so wie ein Trauma da erlebt? Also ist das so ein bisschen die Aussage im Gupta-Programm? Und der Körper, das Immunsystem kann diese virale Belastung schon überwinden, aber es ist dann einfach auf der Gehirnebene, als wäre es noch hinterher. So, die haben es noch nicht überwunden, dass man so einen Schockzustand hat und so schwer erkrankt ist, oder wie würdest du in die Richtung die Erklärung? Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr richtig. So würde ich das auch beschreiben, dass das praktisch erstmal nur der Auslöser ist, ne? Und das fand ich auch schwer zu verstehen, dass ich
praktisch eine rein körperliche Krankheit gehabt habe, ne, aber es dann letztendlich doch irgendwie anders gelagert ist, also diese chronische Form, die man dann davonträgt, ne. Also genau wie du sagst, der Körper kommt in meinen Augen damit klar, ne, entwickelt Antikörper, bekommt diesen Virus irgendwie in den Griff. Nur was eben passiert oder was diesen Zustand chronisch macht, dass eben das Gehirn in diesen Alarmmodus geht, ne, in diesen Verteidigungsmodus. Also das ist halt wirklich dann wie so ein Trauma ausgelöst durch dieses schwere körperliche Ereignis in Verbindung mit diesem Stress, den man vorher gehabt hat. Also das höre ich auch mal wieder, dass Leute ja, in diesem Entstehungszeitraum der Krankheit einfach viel akuten Stress hatten. Ja, durch den Job, vielleicht durch die Familie, durch die Partnerschaft, ungeklärte Lebensumstände und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil der Erklärung, plus natürlich noch Vorbelastungen, die man vielleicht früher schon in seinem Leben hatte. Ja, und dass das einfach irgendwie sich im Körper vermischt. Also dieser Stress, das kann praktisch das Gehirn nicht mehr wirklich trennen. Es ist einfach ein Stresszustand auf körperlicher Ebene, auf geistiger, emotionaler, psychischer Ebene. Ja, also ich denke halt wirklich, dass dieser ursprüngliche Infekt nicht mehr die Rolle spielt, sondern dass das Gehirn einfach weiter in diesem Alarmmodus ist und weiter das Immunsystem stimuliert. Ne, und das ist praktisch das, was man spürt. Es ist nicht der Virus selbst, sondern es ist die Reaktion des Immunsystems auf den Virus. Und es ist dann im weiteren Verlauf diese anhaltende Immunreaktion. Ne, da wird einfach der Schalter wird nicht ausgeknipst, der Schalter wird nicht wieder umgelegt, sondern es bleibt alles aktiviert. Das Nervensystem, das Immunsystem bleibt aktiviert. Und ja, damit erklärt sich dann dieser Zustand. Mega spannend, wirklich so, so spannend. Auch, dass der Gupta das alles in einem Programm dann irgendwie aufgefällt hat, das ist ja genial, wenn ich das damals gehabt hätte. Aber bei mir war es ein bisschen ein anderer Weg und das ist ja auch schön zu sehen, dass es verschiedene Wege gibt, die man gehen kann und die sich dann gar nicht so unterscheiden. Das war so schön bei unserem Vorgespräch zu merken, ah, das auch, denn wir kamen auch noch auf das Thema Ernährung. Du hast dann gesagt, ja, ich habe dann von alleine gemerkt, dass ich vielleicht Gluten und Zucker weglassen sollte und vegan auch, gell? Veganer jetzt nicht unbedingt, also Fleisch habe ich schon weiter gegessen, aber Gluten, Zucker, Laktose. Genau. Und dann habe ich gesagt, genau, dann habe ich gesagt, ah ja, das ist ja die Anthony-William-Ernährung. Das ist ja, aber es hat natürlich einfach einen anderen Namen. Ja, das finde ich super spannend und macht das Ganze auch nicht so dogmatisch. Ich denke auch oder sehe das immer wieder, dass Leute natürlich auch, wie soll man sagen, von sich aus oder instinktiv die richtigen Dinge tun. Ne? Also wie du schon sagst, dass man dann merkt, okay, irgendwie fühle ich mich, dieses tired but wired, also müde, aber unter Strom. Und was könnte dagegen helfen? Ja, Meditation ist irgendwie so das Mittel, um zur Ruhe zu kommen, schlechthin. Ne? Klar, dass man solche Sachen instinktiv dann macht. Oder ne, wie jetzt in meinem umgekehrten Fall, dass ich das mit der Ernährung instinktiv gemacht habe, ohne dem jetzt einen Namen zu geben, sondern dass ich einfach das. Ja, praktisch auch so ein bisschen meiner Intuition wieder mehr vertraut habe, einfach gemerkt habe, okay, es tut mir irgendwie nicht gut, wenn ich zu viel Kohlenhydrate oder zu viel Gluten esse und dann ändere ich das halt einfach mal. Ne? Ja, also ich habe also durchaus meine Ernährung umgestellt. Es ist wirklich eine Sache, auf die ich bisher jetzt auch noch nicht so viel eingegangen bin, auch in meiner Arbeit ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich ja noch mehr reinbringen möchte. Für mich war es irgendwie so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit, aber das ist es natürlich nicht. Also klar, es gibt bestimmt noch Leute, die einfach weiter essen und damit teilweise vielleicht natürlich auch den Zustand so weiter in Gang halten. Aber ich habe das dort schon gemerkt, dass teilweise nach dem Essen die Symptome deutlich stärker wurden. Mein Puls ist hochgegangen. Einfach die Gesamtsymptomatik hat sich verschlechtert. Dann habe ich auch irgendwie ich glaube, damals noch ein Arbeitskollege mal den Tipp bekommen, einfach mal Gluten wegzulassen. Und da hatte ich mich dann wieder zurückerinnert und gedacht, okay, versuch's da einfach mal, kann ja nicht schaden. Ja, und ich habe es dann also doch eigentlich ziemlich stark umgestellt. Also wie gesagt, kein Gluten mehr, keine Laktose mehr, auch eigentlich kein Zucker, also keine Süßigkeiten. Ja, also wenn Joghurt, dann vielleicht laktosefreier Naturjoghurt mit Früchten drin. Also wirklich auch wenig verarbeitete Sachen, sondern eher frisch oder selbst zubereitet. Ja, und teilweise eher proteinlastig und
Ja, sag mal, gemüselastig und auch bei Obst dann wenig, dieses sehr süße Obst, auch den Zucker zu vermeiden. Das waren so die Sachen, die ich gemacht habe. Und vor allem auch nicht so große Portionen zu essen, weil ich da auch gemerkt habe, wenn ich mich so überesse, das stresst mich dann auch wieder. Also eher viele kleine Portionen. Ja, und damit bin ich dann eigentlich ziemlich gut gefahren. Das Interessante war aber eigentlich, dass mit Besserung des Gesamtzustandes auch diese Unverträglichkeiten zurückgegangen sind. Wow. Also, dass ich dann zwischendurch schon mal wieder versucht habe, ja, irgendwas zu essen, was ich jetzt vorher nicht so vertragen hatte, weil man sich irgendwann mit Besserung des Zustands auch nicht mehr so viele Gedanken macht oder es auch einfach nicht so schlimm findet, wenn man dann doch wieder mal Symptome hat durch das Essen. Und deswegen empfiehlt Gupta jetzt auch in dem neuen Programm so eine 80% Diät. Also, dass man es zu 80% einhält, diese Dinge, aber eben sich es auch rausnimmt, zu 20% quasi dann mal zu sündigen. Weil das ist ja auch so ein bisschen das innere Kind, was einfach mal Lust auf Schokolade hat oder auf was Süßes. Und das sollte man sich dann auch nicht komplett verwehren, denke ich. Ja. Und vor allem ist es ja auch so, dass man dann auch lernt, mit diesen Symptomen umzugehen. Das heißt jetzt nicht, dass man die ganze Zeit das provozieren sollte, Symptome zu bekommen. Da sollte man natürlich schon die Dinge vermeiden, die dazu führen. Aber wie gesagt, hin und wieder kann man dann auch mal, finde ich, dann also was essen, was jetzt nicht ganz zuträglich ist. Und dann ja, kann man versuchen, mit diesen Symptomen umzugehen. Ja, das finde ich ein guter Punkt, diese 80-20-Regel. Gerade für Personen, die merken, dass sie wirklich unglücklich werden, oder andererseits Menschen, die zu extrem neigen und dann vielleicht auch in eine Essstörung abrutschen können, einfach da immer wieder diese Beweglichkeit reinzubringen. Und du hast vorhin auch gesagt, und dass es manchmal auch einfach gut tut. Das ist auch so. Es gibt einfach Seelenessen und auf seelischer Ebene soll es uns ja auch gut gehen, damit wir einfach genesen können. Also es spielt ja einfach wirklich alles zusammen. Absolut, absolut. Also ich sag mal, gutes Essen oder das Essen auch ja, wirklich auszukosten im wahrsten Sinne des Wortes, das ist eine Form von Genuss. Und wenn ich etwas genieße, dann hat das auch wieder einen beruhigenden Effekt aufs Nervensystem und trägt damit letztendlich, finde ich, auch zur Besserung des Zustandes bei. Und also wenn man sich andere Kulturen anguckt, die Franzosen zum Beispiel, die essen irgendwie 5 Stunden lang, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber auf jeden Fall, die haben einfach einen ganz anderen Bezug dazu und genießen es einfach viel, viel mehr und ja, legen einfach viel, viel mehr Wert darauf, geben auch mehr Geld, glaube ich, aus fürs Essen als die Deutschen. Ne? Ja, Und also da, ihr Deutschen bitte? eh am absolut wenigsten für Essen aus von allen europäischen. Oh, interessant. Ja, das ist schon ein bisschen bezeichnend, ja. Und auch schnell. Also der Deutsche, der isst auch gerne schnell und zwischendurch oder während der Arbeit oder. Genau. Ja, das ist natürlich schnell essen, das ist ja wieder Hetzen. Also Hetzen ist, glaube ich, in diesem Zustand generell nicht gut, sondern alles, also gibt es auch so eine Slow-Motion-Technik, dass man praktisch alles 50% langsamer macht, als man es sonst machen würde. Ah, spannend ist die auch in diesem Programm, die Slow Motion. Die ist da auch drin, genau. Die ist ja auch bekannt. Nee, ich habe sie so noch nie gehört. Der Name ist Slow-Motion-Technik. Aber ich habe mir einfach selber gesagt, Priscilla, du bist einfach eine Schnecke und du darfst eine Schnecke sein. Und das habe ich mir immer wieder selber gesagt, dieses Bild, okay, ich darf eine Schnecke sein. Ich wäre zwar gerne Schön. ein Gepard, aber ich bin jetzt in diesem Leben eine Schnecke und das ist okay. Das ist schön. Und man hat das Haus immer bei sich und kann sich deswegen immer zurückziehen und sich geborgen und sicher fühlen. Ja, nicht schlecht. Wo waren wir gerade? Genau, Genuss. Ja, also das ist, also gerade also wenn man eben diese Unverträglichkeiten hat und man Essen eben schon so ein bisschen mit was Negativem verbindet, ja, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man wieder in so ein Genussgefühl reinkommt. Und klar, muss man sich dann natürlich auch ja, praktisch die Dinge zurechtlegen, die man gut verträgt, die einem natürlich auch schmecken. Das ist ja alles, spielt ja alles damit rein. Und dann ist das wirklich eine große Form der Selbstfürsorge. Und das ist ein Thema Selbstfürsorge. Ich habe diesen Begriff früher irgendwie nie ernst genommen. Also ich fand den total komisch. Und also Aber auch unserer Geschichte, oder? Dass wir ein Wort wie Selbstfürsorge nicht ernst nehmen können, so wie wir vorher gelebt haben. Ja, eigentlich ziemlich krass im Nachhinein. Aber das ist wirklich so ein Begriff, der zieht sich wie so ein roter Faden durch das Programm. Also bei allen ganz konkreten Techniken und Erklärungen, die da enthalten sind, ist dieses
dieses Thema Selbstfürsorge und auch Selbstliebe fand ich noch komischer damals. Das zieht sich da komplett durch und das sind doch sehr, sehr wichtige Sachen, wo man aber auch nicht erst rangeführt werden muss. Also, ne, wir hatten ja gerade schon mal gesagt, man war früher durchaus hart zu sich, hat sich irgendwie durchs Leben durchgepeitscht, sich gequält. Und das sind also wirklich Dinge, die muss man neu lernen. Und das ist aber total essentiell, dass man das tut, würde ich sagen. Ja. Das heißt, was würdest du sagen, wenn du eine Rückschau halten würdest, wie warst du vorher und wie bist du jetzt? Okay, also da ist natürlich sehr viel getan, was meine inneren Muster, die inneren und die äußeren Muster angeht. Also das war schon, glaube ich, eine ziemliche Wandlung, die ich da durchgemacht habe. Also ich würde sagen, dass ich ja mehr erkannt habe, wer ich quasi so wirklich bin. Also was ich einfach für ein Typ bin, für einen Persönlichkeitstyp, was ich für Anteile habe, was meine Interessen sind, wo ich herkomme, wo ich hin will. Dass da einfach sehr viele Bewusstwerdungsprozesse stattgefunden haben und ja, dass ich mehr zu meinem eigentlichen Kern vorgedrungen bin und dadurch viel besser ein authentisches Leben führen kann, dass ich nicht gegen irgendwelche Dinge in mir anarbeite oder irgendwas tue, was anderen Leuten gefällt, sondern dass ich komplett auf mich selber höre und mir selber treu bin. Ja, wie gesagt, vollumfänglich da authentisch irgendwie bin. Und ja, das trägt natürlich dazu bei, dass man letztendlich ein ja, ziemlich stressfreies Leben dann führt, weil man einfach mehr seinen Instinkten vertraut, sein Bauchgefühl wieder vertrauen kann und dadurch sich letztendlich ein ganz anderes Lebensgefühl wieder einstellen kann. Ja. Wow, das klingt also so, Manuel, als wäre die Erkrankung Schluss am Ende ein großes Geschenk gewesen, oder? Das kann man im Nachhinein so sagen, ja, also in der akuten Phase natürlich konnte ich also das natürlich gar nicht so sehen, das ist ja völlig klar. Ja. Und ich kann auch verstehen, wenn Erkrankte das im Moment noch nicht für sich sehen können. Das ist ein Prozess. Ne? Das ist eine Reise, auf die man sich begibt. Und ja, man ja, durchläuft auch verschiedene Stadien. Also wirklich angefangen bei diesem, ich habe körperliche Symptome, ich habe eine körperliche Krankheit. Und ja, wenn man dann hoffentlich irgendwie auf die richtige Spur kommt, dann ja, ich sage das immer gerne wie so ein Schalenmodell, dass man so eine Schale nach der anderen von sich abwirft. Die erste Schale sind diese körperlichen Symptome, die dann irgendwann auch so ein bisschen an Bedeutung verlieren, hoffentlich. Und dann dringt man immer mehr zu dem Kern der Erkrankung vor und auch zu dem Kern seiner selbst. Und ja, hat einfach immer mehr Bewusstwerdungsprozesse, die da so in Gang kommen. Und ja, ich denke, dann mit zunehmender Genesung und zunehmender, wie soll man sagen, Wandlung, kann man dann vielleicht irgendwann auch wirklich diese Dankbarkeit empfinden. Ja, so schön. Du arbeitest ja auch mit CFS-Patienten und begleitest sie mit dem Gupta-Programm. Was würdest du jetzt so sagen, was ermutigt dich am meisten? Also was ist das, was du sehen und erleben darfst, wenn du Menschen begleitest auf ihrem Weg? Also das Schönste finde ich eigentlich immer, also gerade wenn man auch so Erstgespräche hat, dass die Leute ja teilweise noch aus einer anderen Welt kommen, so nenne ich das mal, wie das ja bei mir damals auch war, diese Welt mit diesen ja, alternativen Heilmethoden und was da so alles im Raum schwirrt oder im Internet rumschwirrt. Und aber natürlich, wenn die Leute sich an mich wenden, haben sie ja schon dann von Gupta gehört und sich da vielleicht schon die eine oder Sache angeguckt. Aber dass man halt wirklich merkt, okay, die Leute können ihre gesamte Erkrankung jetzt doch aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen und haben jetzt Zugang zu einer anderen Erklärung. Und das finde ich eigentlich am schönsten, dass man da einfach auf eine ganz andere Spur wiederkommt. Und ja, besonders toll finde ich das einfach, wenn die Leute das dann praktisch von sich dann auch aus erkennen. Also klar, nun kann man da Impulse geben und Informationen liefern, aber das freut mich eigentlich am meisten, wenn die Leute dann von sich aus dann sagen so, wow, da ist jetzt richtig was in mir passiert, da ist irgendwie der Groschen gefallen, es hat Klick gemacht und das ist jetzt einfach die Sache, die ich irgendwie weiterverfolgen möchte. Ja, das freut mich dann immer sehr und ja, natürlich auch alles andere, wenn man Gespräche hat und einfach merkt, ja, dass man irgendwie doch gut an den Themen der Betroffenen irgendwie arbeiten kann und ja, dass die Menschen einfach ihren Weg gehen. Ja, so schön.
Ja, das ist toll. Aufklärungsarbeit, gell, die ist wichtig. Ja, das fand ich am Anfang das Allerwichtigste, ne? Weil, also das war echt ein sehnlichster Wunsch von mir, diese Dinge in die Welt zu tragen. Und also damals habe ich mir gesagt, okay, ich drehe vielleicht mal ein YouTube-Video, damit die Leute irgendwie davon erfahren. Da sind dann ein paar mehr draus geworden und das geht natürlich auch noch weiter. Ja, aber das ist halt eine Sache, da muss einfach jeder Betroffene davon erfahren. Und ob er das dann umsetzt, bleibt ja jedem selbst überlassen oder ob er ein anderes Programm macht oder eine andere Therapie, wie auch immer. Aber auf jeden Fall sollte jeder wissen, dass es das gibt. Und sollte diese Erklärung kennen. Und ja, also ich wäre natürlich sehr, sehr froh gewesen, das damals schon früher gehabt zu haben und nicht erst diesen Ärztemarathon, nicht erst diese quälenden 2 Jahre, bis ich dann praktisch zufällig draufgestoßen bin. Ja, da wäre mir schon einiges erspart geblieben, das muss ich schon sagen, ne, wenn ich schon früher davon gewusst hätte. Ja, das geht den meisten so, gell. Im Nachhinein denkt man sich, ah, warum habe ich das nicht gewusst? Ja, du hattest auch, ja, was wolltest du gerade sagen? Nee, ich habe nur einmal durchgeatmet. Alles gut. Gerade und zum letzten Gespräch hatte ich dich gefragt, ja, hast du dann auch Menschen, die sich nach Endothelium ernähren und die Gupta-Methode oder das Gupta-Programm machen? Und das hattest du ja bejaht. Das habe ich bejaht, genau. Also die gibt es, diese Menschen. Ja, also das ist so eine Sache, da bin ich ein bisschen zwiespältig, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, Ernährungsumstellung total super, habe ich auch gemacht und empfehle ich auch jeden, der mich danach fragt oder vor allem Leute, die halt was merken von Nahrungsmitteln. Also es gibt auch Menschen, die merken einfach gar nichts, die können Gluten ohne Ende futtern, da passiert irgendwie nichts und dann können die das wahrscheinlich auch weiter, da hat das dann bei denen einfach nicht diesen Einfluss. Ja, aber es gibt eben Leute, bei denen hat das einen sehr großen Einfluss. Und also man hört ja durchaus auch Berichte, wo Leute sagen, durch die Ernährungsumstellung bin ich gesund geworden. Und das will ich auch niemandem absprechen, ja. Ja, Ne? Also auf keinen Fall will ich das jemandem absprechen. Das ist halt verschieden gelagert bei es ist jedem. genau, und das darf man unbedingt anerkennen, dass wir so individuell sind und dass es Gott sei Dank individuelle Wege gibt, die wir anerkennen dürfen. Ja. Ja. Also das Ganze ist ja auch ein Syndromkomplex, also auch CFS. Also klar, das ist schon eindeutig definiert. Aber letztendlich gibt es auch Überschneidungen zu anderen Erkrankungen, Fibromyalgie oder eben Nahrungsmittelunverträglichkeiten und multiple Chemikaliensensitivität, Elektrosensitivität. Das ist letztendlich ein Syndromkomplex und ja, jeder befindet sich vielleicht so ein bisschen anders in diesem Spektrum. Und es gibt eben Leute, bei denen diese Ernährungsgeschichte einen sehr, sehr großen Einflussfaktor hat. Und entsprechend groß ist dann auch das Gesundungspotenzial, wenn man da eben was dran macht. Genau, also ich habe Patienten oder Klienten, die Anthony machten. Teilweise fahren die gut damit. Die sagen, das tut mir total gut. Ja, es sind irgendwie ganz neue Sachen, die ich vorher nicht kannte. Und es schmeckt mir einfach, es tut mir gut. Ich fühle mich gut damit. Es gibt mir Energie. Aber ich habe eben leider auch Patienten, die, ja, soll jetzt gar kein Vorwurf sein, aber die es vielleicht ein bisschen dogmatisch betrieben haben. Und dann kann es natürlich in Stress ausarten. Und vor allem, ja, kann es eben auch gegebenenfalls Ängste verursachen oder Ängste verstärken. Also wenn man, es ist ja so, dadurch, dass man praktisch eh schon traumatisiert ist, die Amygdala eh schon sehr empfindlich reagiert auf verschiedenste Umwelteinflüsse, Reize, Informationen. Und wenn man dann praktisch zu sehr dieses Mindset hat, irgendwie, ich darf das und das auf gar keinen Fall essen, das wird mein Zustand auf jeden Fall verschlechtern und dann ist alles vorbei und alles geht wieder los. Ja, das ist natürlich dann, ja, so mal kein gesundes Mindset, das ist dann vielleicht ein bisschen zu verbessern. Ne? Das ist so gut, dass du das ansprichst und das ist so wichtig, wenn nämlich da auch wieder eine Trennung stattfindet. Du hast die Trennung vorhin erwähnt mit, wenn man denkt, oh, das sind jetzt Viren in meinem Körper und man fühlt sich dann unwohl in seinem Körper, weil man denkt, was geht da ab? Und beim Essen kann es ja genau gleich sein. Man kann dann so eine Angst entwickeln und sagen, oh, ich darf das alles nicht und muss genau mich so ernähren, damit ich einigermaßen gesund werde. Und auch da findet eine Trennung statt und man handelt dann aus der Angst vor Nahrungsmitteln. Und wenn man dazu neigt, dann ist, ja, dann hat das tatsächlich so ein Angstpotenzial. Bei mir war es so, ich bin von meinem Typ her eher so, ich denke dann so, wow, geil, der Sellerie kann das und wow, die Kartoffel kann das. Und dann stürze ich mich auf diese positiv geladenen Nahrungsmittel
und kreiere Rezepte und ja, gehe da voll ab. Das ist Und schön, ja. dann ist das natürlich ein ganz anderer Impuls, aber wenn, und genau, und das hatten wir auch am Anfang vom Gespräch angeschnitten, wo du gesagt hast, das möchtest du dann auch später noch aufgreifen, nämlich die frühkindlichen Traumata oder die frühkindlichen Prägungen. Wenn jetzt jemand schon irgendwas erlebt hat, was ihm verboten wurde oder er ist sehr dogmatisch aufgewachsen oder was auch immer für Ängste da sein können, dann kann so eine strenge Diät ein Trigger sein. Auf jeden Fall, das kann ein Trigger sein. Okay, ist jetzt eine gute Überleitung zu diesem Thema, wie ist der Mensch geprägt worden in seiner Kindheit? Ich würde schon sagen, dass viele Betroffene zumindest unterbewusst irgendeine Art von Ängsten im weitesten Sinne irgendwie mit sich rumtragen. Wie gesagt, das kann sein, dass das sehr, sehr lange überdeckt wurde oder nicht in Erscheinung getreten ist. Also ich war früher wirklich auch ein angstfreier Mensch, würde ich sagen, ne? Also ich habe beim Sport in welche Stunts gemacht oder bin in welche sozialen Situationen gegangen oder also ich hatte keine großartigen Ängste in dem Sinne. Aber es gibt eben noch diese unterbewussten Muster und das kann eben sein, dass das dann auch durch so eine dogmatische Ernährungsempfehlung angetriggert wird. Weil generell ist es eben diesen Zustand so, dass man sensibler auf potenziell ängstliche oder gefährliche Dinge im weitesten Sinne reagieren kann. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Ja, also ich finde es nochmal ganz wichtig, auf diese kindliche Prägung einzugehen. Also ich persönlich, also bin ja mit Guckt da sehr, sehr weit gekommen, aber habe irgendwann eben gesagt, okay, ich merke, es sind noch irgendwelche Dinge, die mich so ganz diffus irgendwie belasten und ich will einfach herausfinden, was das irgendwie ist. Und bin daraufhin in eine psychosomatische Klinik nochmal gegangen für 2 Monate. Die allerdings nicht verhaltenstherapeutisch orientiert wurde, sondern tiefenpsychologisch und Analytik, ja, wo Analytik betrieben wurde. Und ja, das war wirklich eine sehr erkenntnisreiche Zeit, wo nochmal jede Menge Dinge mir bewusst geworden sind und ja, wo ich einfach nochmal in innere Muster irgendwie rangekommen bin und auch verstanden habe, woher diese diffusen Ängste vielleicht irgendwie gekommen sind oder ja, wie sich das dann so manifestiert hat im Laufe der Zeit. Und das ist schon wirklich eine sehr, sehr empfehlenswerte Sache, dass man die ganze Erkrankung auch nochmal von der Seite betrachtet. Ich empfehle den meisten Leuten, versuchen erstmal Gupta zu machen, sich damit zu stabilisieren, damit erstmal mehr Energie zu bekommen. Und umso besser ist dann vielleicht auch so ein etwaiger Klinikaufenthalt, wo man dann einfach dann mehr an diesen Dingen auch teilnehmen kann und einen größeren Nutzen davon hat. Ja, und die Erklärung von diesem Ganzen ist eigentlich, das nennt sich Konversionsstörung, die besagt, dass man praktisch früher ja immer wieder Situationen hatte, die man als Kind emotional nicht adäquat bewältigen konnte. Und daraufhin wurden diese Dinge praktisch ins Unterbewusstsein abgeschoben. Ne? Und ja, waren praktisch dann erstmal im Unterbewusstsein auch irgendwie so gut verpackt, dass ja, da ist man dann erstmal nicht mehr rangekommen, ne? Weil es eben unterbewusst ist, das ist einem nicht mehr bewusst. Aber natürlich verursachen diese Dinge weiter Stress in einem oder kosten Energie. Und ja, was dann praktisch passiert, praktisch mit diesem Auslöser, der das CFS dann auslöst oder der dieses hier neurologische Trauma nach Gupta auslöst, ist praktisch eine Verschiebung von diesen unterbewussten Konflikten auf den Körper. Das ist dann die Konversion. Also das ist ja entweder, also man kann es vielleicht formulieren, entweder ist CFS eine Folge der Konversionsstörung. Oder das ist vielleicht sogar das Gleiche, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz schlüssig, aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, ja, wo man sich vielleicht auch mal so ein bisschen mit beschäftigen kann. Sehr, sehr. Oder es ist vielleicht ein weiterer Mechanismus der Erkrankung, so würde ich das sagen. Also ich finde, dass das eine ist praktisch dieses Retraining nach Gupta, dieses der Körper reagiert auf die eigenen Symptome, sieht die Symptome als Gefahr und so weiter, diese Schleife, in der das Gehirn feststeckt. Das ist für mich so der eine Hauptmechanismus der Erkrankung. Und das andere sind eben diese versteckten Emotionen oder ja, unausgelebten Emotionen, diese feststeckenden Emotionen im Unterbewusstsein, die sich dann mit der Erkrankung auf den Körper verlagert haben und sich dann in Form von körperlichen Symptomen zeigen. Ja.
Ja, das finde ich auch so wichtig, dass du das erzählst mit der Therapie. Ich habe das auch über meiner Community erzählt, dass ein Jahr, nachdem ich die Ernährungsumstellung gemacht habe und wieder vor die Haustür treten konnte und aktiver war und dieser Brain Fog auch weg war. Also für mich war das auch so, ich konnte mich gar nicht reflektieren in der Zeit, wo ich so einen starken Schwindel und Brain Fog hatte. Aber als das weg war, habe ich eine Traumatherapie angefangen bei einer Psychologin. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie der Ausdruck heißt. Ist es so eine EDRA oder so? Da geht es darum, dass die beiden Gehirnhälften verbunden werden. Entweder mit dem Ton, was abwechselnd auf die Ohren geht, so dü, 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 dü. Oder man hat in der Hand so Vibrationen. Und dann geht man zurück in die Kindheit, in Situationen, man löst die alle auf und das Hirn verknüpft sich neu. Das hat mich nochmal so enorm weit gebracht, dass eben das, was du vorhin gesagt hast, dieser unterschwellige emotionale Stress, der in einem eingeschlossen war, dass ich den dann als Erwachsene nochmal auflösen konnte, begleitet in der Psychotherapie. Ja, ganz Das kurz, das ist dieses EMDR-Verfahren, das ist dieses Eye Movement Desensitization. Genau, ja. Ja. Sag's nochmal den Ausdruck. EMDR, Eye Movement Desensitization, eher, was heißt eher, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Genau, ich Ja, bin aber das ist das, ne? ja. Super interessant. Also das Verfahren hat mich auch mal interessiert, hatte ich mir auch mal so ein paar Sachen zu durchgelesen. Ich glaube, dass das auch wirklich bei einigen oder bei vielen Leuten eine gute Sache sein kann, definitiv. Genau, das ist auch praktisch so ein ja, klassisches Trauma-Auflösungsverfahren. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man damit auch gute Erfolge erzielt, definitiv. Ja. Ist auch schmerzhaft, alles. Genesung ist immer schmerzhaft auf allen Ebenen. Ob man jetzt ja, sich entscheidet, den Körper zu heilen, das braucht ja viel. Und auch so Traumata aufarbeiten, aber es lohnt sich sowas von. Es lohnt sich, genau. Also das ist natürlich auch vielleicht erstmal ein, wie soll man sagen, so ein Hindernis, was man in sich spürt, dass man sagt, nein, ich will nicht an diese Dinge rangehen, weil klar, es kann natürlich immer wieder aufreibend sein oder aufwühlend sein. Das wird auch bei der Therapie gesagt, das kann sich auch mit der Zustand vielleicht ein bisschen verschlechtern, was ich persönlich nicht schlimm finde, weil wenn man weiß, okay, man tut es, um da ranzukommen, das wird sich letztendlich auflösen. Dann ist das halt einfach der Prozess und ja, mein Gott, dann hat man vielleicht mal mehr Symptome, aber letztendlich wird es ja besser dadurch. Und ja, das finde ich eine ganz interessante Sache. Also ursprünglich, dieses EMDR war das, wo man diesem Finger folgt und das wird dann aber anscheinend erweitert mit anderen Dingen, mit Tönen und so einer gewissen Haptik oder sowas. Ja, Ja. ja. Cool. Ja, und ich konnte dann auch aussuchen bei der Psychologin, ob ich eher das mit den Händen oder mit dem Ton machen möchte. Also ja, das ist eine richtig gute Sache, diesen Schritt auch noch zu wagen. Ja, das ist toll. Vielen Dank, Manuel. Was würdest du sagen als Endinspiration, liegt dir noch etwas auf dem Herzen, was du den Zuschauern mitgeben möchtest, Betroffenen? Also meine Hauptbotschaft ist ja dieses, dass CFS heilbar ist, ne? Weil da ja natürlich sehr oft eine andere Meinung irgendwie vorherrschend ist. Leider, leider auch in unseren Medien, auch in renommierten Medien immer wieder. Das ist natürlich eine Sache, gegen die ich ja praktisch gerne weiter informieren möchte. Klar, das ist natürlich für die Hauptbotschaft. Und ich denke vor allem wirklich, dass man in jedem Zustand oder auch in jeder Phase immer etwas machen kann, um auch da wieder rauszukommen, das zu verbessern. Also selbst wenn jetzt jemand sagen sollte, irgendwie, ja, ich habe Gupta gemacht und bin da und da nicht vorangekommen, man kann da immer was machen. Ne? Also das ist, ja, das wäre ja ein Wunder, wenn man da so total so durchflutscht durch so einen Genesungsprozess, sondern das kann natürlich schon sein, dass man hin und wieder auf Widerstände trifft. Aber ich bin total überzeugt, dass man da bei jedem Widerstand oder bei allem, was einem widerfährt, immer wieder Dinge tun kann, um weiter vorwärts zu kommen. So schön. Vielen Dank für die Ermutigung. Und bevor das dann überall in den Kommentaren gefragt wird, weil ich es jetzt vergessen habe zu fragen, nehmen wir es noch rein in unser Gespräch.
Wie geht es dir heute? Kannst du jetzt wieder Sport machen? Und wie sieht so ein bisschen dein Alltag aus? Also wie bist du zurück im Leben? Ja, also ich kann wieder Sport machen. Ich gehe ins Fitnessstudio, mach da so mal ein bisschen Krafttraining. Natürlich alles nicht mehr so exzessiv wie früher. Also da habe ich mich einfach komplett geändert, dass ich mir nichts beweisen muss, anderen Leuten nichts beweisen muss und so. Da gibt es natürlich einfach wichtigere Dinge im Leben. Aber das ist auf jeden Fall schön, seinen Körper wieder so spüren zu können und da einfach die Freiheit zu haben. Ja, ansonsten habe ich eben vor 1,5 Jahren eine kleine Firma gegründet, mit der ich eben diese Coaching-Sache verfolge und meine Videos, meine Webseite und so weiter. Aber ich habe auch noch ein paar andere Projekte, weil ich eigentlich Maschinenbauingenieur bin und ja, mich auch nach wie vor interessiere für Technik, für Zukunftstechnologie und Nachhaltigkeit etc. Und ja, da habe ich auch noch so ein paar Projekte mit 3D-Druck und ja, verschiedene Sachen. Ja, man muss ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und ja, mein Tag sieht eigentlich so aus, dass ich aufstehe, wann ich möchte. Ich stelle mir keinen Wecker. Meistens werde ich irgendwie um 8 Uhr wach oder vielleicht noch mal um 9 Uhr. Und ja, dann lasse ich es langsam angehen, sehe zu, dass ich irgendwie gut in den Tag starte. Vielleicht morgens ein bisschen Yoga mache. Das heißt, Und du bist also auch ein bisschen eine Schnecke geworden. ja, auf jeden Fall. Also nicht mehr ganz so langsam, aber ja, also das bringt ja einfach nichts, sich durch den Tag zu hetzen. Also das gibt einem einfach kein gutes Gefühl. Warum sollte man das tun? Ne? Da gibt es ja niemanden, der einen dazu antreibt. Ne? Und ganz ehrlich, wenn man einen Arbeitgeber hat, der das tut, dann weg da und einen anderen suchen. Ne? Also man kann ja immer was ändern. Und gut, jetzt habe ich halt die Selbstständigkeit gewählt. Das hat sich für mich irgendwie deutlich stimmiger angefühlt, dass ich das einfach selber mein Tempo bestimmen kann oder einfach die Dinge bestimmen kann, die ich also während des Tages mache. Ja, und dann fahre ich meistens so um 10 Uhr ins Büro und mache meine Arbeit, mache dann eine ausgedehnte Mittagspause, auch gerne mal einen Powernap. Und dann, ja, praktisch nachmittags dann die zweite Arbeitshälfte quasi. Und dann abends irgendwie noch den Tag ausklingen, ein bisschen bewegen, viel draußen sein, viel in der Natur sein und natürlich auch soziale Kontakte haben. Das ist ja, glaube ich, auch letztendlich durch ja, unsere jetzige Phase jedem klar geworden, wie wichtig das ist. Und auch natürlich während der Genesung sehr, sehr wichtig, aber auch danach, weil der Mensch einfach ein soziales Wesen ist. Und das, ja, das soll jetzt auch nicht unerwähnt bleiben. Ja. Ja. Ja, vielen Dank, Manuel, für deinen Einblick und das Vorstellen auch des Gupta-Programms. Und wir werden natürlich deine Arbeit unten im Video beschrieben verlinken, sodass man auch draufkommt und ja, dich anschreiben kann. Leitung. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Hat wirklich Spaß gemacht. Ist auch für mich immer wieder schön, darüber so zu reden. Und es waren auf jeden Fall auch wieder ein paar neue Aspekte dabei. Und ja, nochmal danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank euch, dass ihr zugelauscht habt, dass ihr dabei wart. Und ja, ich möchte als Ermutigung nach diesem Video weitergeben, entscheide dich einfach, die Schnecke zu sein. Es ist okay. Oder wie du gesagt hast, die 50%, oder? Langsamer. 50% langsamer, ja. 50% langsamer oder die Schnecke. Es darf alles sein. Alles hat seine Zeit. Fühlt euch ermutigt und bis zum nächsten Mal. Ciao.